So, Bahnfan 1981. Heute mal wieder unterwegs. Ja, es ist noch früh, sehr früh. Es geht jetzt los. Wo fahre ich hin? Ich fahre nach Mulhouse, nach Frankreich, in ein Eisenbahnmuseum. Das Eisenbahnmuseum überhaupt in Frankreich. Und ich fahre über Basel und jetzt schauen wir mal, was es zu berichten gibt. So, jetzt bin ich in Basel, Badischer Bahnhof. Und hier steppt der Bär. Hoffe ich. Hier kommt doch was Tolles, ein BLS Vectron
und hinten dran eine 186. Ist das 100 oder 185? Hier das. Kenne ich nicht, diese weißen Container. Das hier, was ist das? Girteca? Noch nie gesehen, gehört. Hochinteressant. Ach, Amazon Prime, hier kommen eure Päckle. Das sind Kühlcontainer und Kühlauflieger. Da haben wir dann noch eine Ahnsorge. Sehr interessanter Zug. Die Augustino. Und den LKW Walter. Hier eine RE465. Wieder ein Vectron. Ah, ich liebe diese Maschinen. Die sieht wunderschön. Und hier sogar im Doppelpack.
Mühlhus. Ja, genau. Wenn jetzt im Pferd, der Pferd. CC 40101 und hier der Aquitaine Trans-Europe Express. Trans-Europe Express.
ein Schlafwagen. Hier der Stolz der Grand Nation, der TGV. So, das war's. Mulhouse, Eisenbahnmuseum Cité du Train. Ja, und jetzt sieht man hier mal so einen Leuchtturm, so eine Leuchtgiraffe, wie ich auf dem Containerterminal stehen habe. So, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel habe ich heute gesehen. Jetzt geht's wieder zurück nach Hause. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.